Oh, das könnte unangenehm werden. Worauf steht die Absturzjugend aus Frankfurt? Du schickst ihm keine Nacktbilder, er hat dich gehauen. Oder du bist mit Jungs rausgegangen, der hat dich gehauen. Okay, ist auch nicht gut so, aber trotzdem so. Bruder, ich habe, Digga, es ist jetzt schon unangenehm. Bei mir so, Charakter soll auch passen, weißt du. Und er soll nicht so ein Fucky sein, weil... Digga, kann die auch einen gescheiten Satz am Stück raushauen, oder? Einer, ich liebe dich schon so. Nach dem ich eh nicht viel. You can do spaghetti? Yes. Like this? Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Freunde, ihr seht, Frankfurt City FFM ist am Start, Freunde, mittendrin. Ich muss euch sagen, heute ist so viel los. Aber, Freunde, wir machen heute ein bisschen eine Umfrage, dies, das. Es geht heute ein bisschen drum, worauf steht die Jugend aus Frankfurt. Aus Berlin hat euch das mega gefallen, deswegen gucken wir ein bisschen. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich machen, wie hoch ist sein Bodycount. Ich weiß aber nicht, ob die Frankfurter so offen sind. Aber ich hab mal einen, komm mal mit, komm mit. Gigolo! Wir müssen los. What are you doing, man? Wir müssen los. Leute, ich muss euch sagen, ich bin heute irgendwie noch gar nicht gut drauf. Wie geht's euch? Uns geht's ganz gut. Wir waren halt so ein bisschen shoppen. Zu zweit. Oh Gott, wie süß. Nee, guck mal, das Ding ist, mein Vater, der hatte einen Fahrradunfall. Die Leute haben gefragt. Der ist heute zusammengeklappt, Digga. Mein Kopf ist auch ein bisschen am Arsch. Ich konnte nicht so gut pennen. Aber Freunde, heute geht's darum, worauf steht die Jugend? Hast du so einen Type? Sag mal ein bisschen, worauf, was findest du gut beim Jungen? Wir haben beide einen Freund, yeah. Aber ich habe ja trotzdem einen Typ so. Wie lange seid ihr schon zusammen? Also sie schon ein Jahr und 2 Monate. Und dich auch schon so 10 Monate. Ah, voll süß. Glaubt ihr da schon an die echte Liebe? Die machen einen sympathischen Eindruck. Ja, schon. Es ist aber heutzutage, glaube ich, echt schwierig. Bei der ganzen Jugend, die haben alle eine andere Sachen so im Kopf. Wochenende! Saufen! Willst du den auch heiraten? Mal sehen. Liebst du den nicht richtig, oder? Doch, doch, auf jeden Fall. Aber man kann ja nie so in die Zukunft schauen, deswegen. Bei dir ist Heirat? Ja. Willst du ihn echt heiraten? Ja. Warum macht er dir keinen Antrag? Zu jung. Was muss ein Typ bei euch haben, so? Sag mal ein bisschen. Was muss der haben? Ja, klar, Charakter so. Aber es muss einfach, klar, man kann sagen, guter Charakter, schlechter Charakter, aber das muss ja... Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Charakter, so, weißt du, das muss einfach so matchen. Und was muss er äußerlich haben? So? Groß, muskulös, keine Ahnung. Blonde, braune Haare, blaue Augen, sowas. Das ist so mein Typ. Ja, nein, ich stehe eher so auf dunkle Augen, dunkle Haare. Groß, nicht so muskulös, nein. Guck mal, ich dachte, ihr seid ihr Frankfurter Girls oder kommt ihr von Wiesbaden? Wir kommen aus Wiesbaden. Ach so, ich dachte schon, weil Frankfurter Girls stehen eigentlich... Die haben aber einen korrekten Eindruck gemacht, oder? Glaube ich so, ist auf diese... Barberlocken. Ja, genau, Barberlocken. Ja, kann man schon machen. Jeder Mensch hat irgendwie sowas Besonderes, weißt du? Ja, klar. Und wie hoch soll er... Die haben einen vernünftigen Eindruck gemacht. Ja, safe call. Die Count? 1. Das sagt dazu nichts. Oha, über 1. Ich sag euch ehrlich, in dem Alter war der bei mir noch bei 0. Ist das peinlich? Nein, gar nicht. Jeder soll sich so Zeit lassen, wann super. Er will. Und was sagst du? Ja, wenn es so weit ist, wenn man... 1, 2, 3, wie viel? Ich sag 0. Dazu nichts. Wollt ihr Insta noch kurz pushen? Ja, klar. SPH. SPH-171. F-... Nein, Spaß. Ja. Fühle ich. SPH. Was Bodycount ist, wie oft die schon gef***t haben, oder? Welcome to the man. Ey, Digga, ich bin so... Ich sag's ehrlich, heute ist ganz komisch bei mir. War euch auch so ein komischer Tag heute? Ja. Ich hab die ganze Zeit so ein Gefühl, ich hab so einen Flaum im Magen. Ja, wir sind halt... wir gehen momentan so durch die Stadt, weil wir fremd sind. Also, weil wir nicht von hier kommen. Woher kommt ihr denn her? Aus Nähe Bernkastel oder Trier, ich weiß nicht, ob man das kennt. Das ist eine geile Stadt, Alter. Koblenz. Koblenz. Was macht ihr jetzt hier in der Stadt, in der City? Wir müssen feiern. Echt? Urlaub. Geht ihr heute Abend feiern? Ja. Wohin? Adlib? Geht Adlib, da ist er auch. Er ist hübsch, oder? Guck mal, es geht heute ein bisschen darum, welchen Typ Mann ihr so ein bisschen bevorzugt. Gibt es hier schnicke Typen so? Ja, schon ein paar. Echt? Ja, also mehr als auf dem Dorf. Wie muss der aussehen? Bisschen so wie er, Gentleman-like? Ja, das kommt drauf an. Definitiv nicht so Skinny Jeans und irgendwie so plain T-Shirt. Aber man muss halt das Outfit auch rüberkommen lassen. Vom Gesicht muss der markant sein, muss der Bart haben. Ich finde, also Bart sieht gut aus, aber Babyface ist auch geil, keine Ahnung. Vielleicht der auch lieber ohne Bart. So ein Skaterboy oder so gefühlt. Die Typ muss einfach nett sein und nicht so assi aussehen. Ja, wie hoch ist euer Bodycount, frage ich jetzt mal so. 1. 1? Ja. Bei dir? 0. Echt? Ah, wer seid ihr, wenn ich fragen darf? 18. Ihr seid beide schon? Ja. Okay, krass. Wie ist es bei euch? Wartet ihr so ein bisschen auf die große Liebe? Kommt halt momentan noch gar nichts. Was? Die Typen kommen nicht. Die wollen nicht zu euch? Ja, also zu mir zumindest nicht. Wie enttäuscht sie das gesagt hat. Die machen auch einen sehr sympathischen Eindruck, Digga. Aber zu dir kommen sie, oder was?
Ja. Ein bisschen, aber du willst nicht. Wartest du immer auf den richtigen Typ? Ich finde es ja voll schön, so eine Einstellung. Ich finde es voll schön, wenn man darauf wartet, auf den, den man wirklich liebt zum Beispiel. Ist es bei dir auch so die Sache? Ja, auf jeden Fall. Ja, julia.f mit x statt u. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön. Leute, hier ist übrigens Ashley. Ashley ist schon eigentlich eine... Ja, ich glaube jetzt, ich weiß schon, was jetzt passiert, Digga. Süße Kandidatin, warum hat es bei euch nicht geklappt? Oder ich bin 24, weißt du, wie alt ihr ist? Wie alt bist du? 17. Ha, voila. Hey, was hast du gedacht? Ich weiß nicht. Guck mal, mach mal kurz deinen Kopf hoch, zeig mal deinen Hals. Eigentlich war so ein bisschen die Frage der Episode, wie hoch ist dein Bodycount? Aber ich weiß nicht, hier wäre das vielleicht ein bisschen anders angekommen. Oder wie hoch ist dein Bodycount? Nicht diese Body Mass Index, sondern Body Count. Was ist das? Was laberst du, Bruder? Body Count, mit wie vielen Leuten du was hattest? Ach so, ne, ich hatte nicht mit vielen. Hast du Body Count, wie viel hast du? Hey, ist doch unwichtig, oder? Tu mir ja Hals an, Alter. Mach mal ein bisschen diesen. Mal kurz die Kamera diesen. Bruder, ich habe eine sehr, sehr wunderschöne Dame an meiner Seite. Falls du siehst, ich liebe dich, Baby, auf jeden Fall. Ich stehe richtig auf ihre Arme, Bruder. Die ist sehr, sehr frech, Bruder. Manchmal dumm, aber manchmal auch geil. So wie du? Arfa 2x-97, ich grüß meinen Friseur, den Huren, ihr wisst Bescheid, Freunde. Bruder, nochmal die Freestylerin am Start. You have very nice skills. Give me the ball, I'll show you some. Ich hatte richtige Skills. Ah, der ist ein bisschen platt, kann es sein? Warte, wir machen den, kennst du den? Warte mal. Wir machen den. Diesen. You do the same as me. Nein, Junge, die? Diesen. No, den checkt's nicht, Digga. Do the same as me. Bruder, den konnte ich auch mal, warte mal. Den konnte ich auch mal. Boah, Bruder, den kann ich auch noch. Ah. Und sie stellt sich hin und will dafür Kleingeld haben, Digga. Beste Leben. Ich bin jetzt öfters mal wieder Fußball spielen gegangen. Digga, es tut mir so weh, dass ich so wenig drauf habe, wie ich früher mal hatte. Anastasia, du? Und du? Also jetzt wird's unangenehm, Chat. So. Früher mal hatte. Wie heißt du? Anastasia, du? Und du? Medine. Tom bin ich. Oh krass, was benutzt du für so ein Ding? Das ist Augenbrauengel. Ja, zeig mal, cool. Ja, hier. Ist das von L'Oreal? Nein, von Primark. Wie viel kostet sowas? Ich weiß nicht. Was findest du so nice an einem Jungen? Oder schießt du auf Frauen? Nein, auf einem Jungen. Was muss der haben? Sag mal. Boah, keine Ahnung. Halt, Charakter soll passen, aber er soll auch nicht wirklich hässlich sein, so, weißt du so. Sieht bei dir aus? Bei mir so, Charakter soll auch passen, weißt du. Und er soll nicht so ein Funky sein, weil so, weißt du, Schweine. Schlecht ist das. Ja, Jogosch. Weil da jeder ist zur Zeit, fuck, ich schwöre. Ja? Jogosch, mich besser, Weiger. Okay, und was machen die so mit? Ja, also ich stelle mir dann immer die Situation so vor, wenn ihr Vater das Video sieht. Die ist auch nicht cool. Kriegt nicht einen geraden Satz aus ihrer Kauleiste. Beschwert sich, dass alle Jungs fuckies sind. Pusht aber im selben Moment, dass sie auch fucky ist. Also, Bruder. Hier, was ziehen die so ab? Walla, die wollen verarschen Mädchen und so. Ja? Walla. Wie läuft sowas ab? Ich kenn sowas Guck mal, gar nicht. Das ist so, die machen so, am Anfang machen die so einen auf, ich liebe dich schon so. Danach, die wollen dich eh nur ficken. Hast du was schon mal erlebt? Ja, hab ich. Wie oft? Also, wenn ich jetzt raten würde, wie alt die sind. Die ist 15, die ist 16 und die erzählen mir übers Leben und übers F***s und über die Fuckboys, Bruder. In was für einer Welt ist man, Digga? Oft, aber ich hatte eine richtige Beziehung, richtige. Ja. Ja, bei der halt. Krass, Mann. Das wünscht man keinem. Hast du überhaupt geweint? Ja, schon so, sag ich ehrlich. Hey, wir beide waren mit den gleichen zusammen. Ah, und? Ja. Warum habt ihr es gemacht? War der gut gewesen oder wie? Nein. Sag ich so, er hat so getan. So. Ja. Er hat euch bloß das Gefühl gegeben, ihr seid toll. Ja. Aber der hat uns auch öfters gehauen. Ja, der hat uns geschlagen und so. Ich weiß nicht, ob ihr das Video sehen wird, aber der hat uns auch gehauen und so. Wie hat er das gemacht? Mit flacher Hand oder mit Faust? Der hat mich mit Schlagring manchmal und so gehauen. Also richtig. Nicht so diese Spaßhauen, sondern diese richtig Hauen. Wohin? Geschichten aus dem Paulanergarten, Digga. Überall hin. Mein Gatzen, ich hatte überall blaue Flecke, die auch. Ja. Und bei dir? Nee. Ist ja schon schlimm, also ich will jetzt nicht so kleinreden. Ja. Aber habt ihr den auch geärgert oder was? Nein. Man hat den immer gehauen, so, du schickst ihm keine Nacktbilder, er hat dich gehauen. Oder du bist mit Jungs rausgegangen, der hat dich gehauen. Okay, ist auch nicht gut so, aber trotzdem so. Oder wenn du denen kein Geld gegeben hast, dann auch. Was, ja, Digga? Das ist krank. Krank. Ja, das ist ja schon. Das sind halt dann später die dich bei McDonald's fragen, Chicken McNugget mit Sauer oder welche Soße? Ich weiß gar nicht, was gibt's noch mit Barbecue? Und dann sagst du, Entschuldigung, ich hätte gerne einmal meinen 6er Chicken McNuggets mit Süß-Sauer. Du fährst vorne ran, bezahlst, fährst los, kommst zu Hause an, Barbecue in der Tüte, Digga. Die beiden sind die dir Barbecue-Soße reintun, obwohl du Süß-Sauer bestellt hast. Wallabila, so war ich hier sitze. Schon krass, ne? Wie hoch ist euer Bodycount? Unser was? Bodycount.
Ist sie? Weißt du es? Ja, aber ist ich will es nicht sagen, ist egal. Ja. Ist das Schwein oder was? Ist egal. Ja, heftig, dass sie euch geboxt hat und so. Eine Frage. Ja, ist es ein YouTube-Video? Nee, wir nehmen ja gerade einen Podcast auf. Was ist das dann? Das ist Reportage. Ja. Für Zeitung. Kennst du ein Bild? Ja. Bildreportage? Ja. Alle, meine Mutter guckt es. Oder ist aber... Hä, voll schlimm. Oh, ich hab geschmuckt ein bisschen. Alles gut. Ey, warte mal, meine Mutter guckt es. Ja, meine Mutter auch. Egal, ja, okay, wie kannst du es finden? Du gibst Bildzeitung ein und dann kommt es. Cool. Ja, wallah gut. Okay, wollt ihr noch ein, zwei Lebensweisheiten raushauen für die Zuschauer? Guck mal, ich sag euch so... Oh, er hat sie auch anders genommen, ja. Mal gucken, was ihre Lebensweisheit ist, Bruder. Achtung, geistiger Dünnschiss incoming. Vertraut nicht jedem da draußen. Jeder Mensch ist falsch. Ja, okay, komm mal. Danke für diese Lebensweisheit. Jeder Mensch ist falsch? Ja, also es gibt viele Verräter auf dieser Welt. Ja, das soll man nicht so nahe kommen, aber es gibt viele Verräter auf dieser Welt, gell? Man sollte nicht viel vertrauen und so. Sprich aus Erfahrung, glaub mir. Mhm. Ja. Bei dir auch, du hast halt schon so viel gesagt. Ja, man sollte aufpassen. Du hast schon so viel gesagt. Digga, die hat drei Wörter gesagt. Zu gut. Wenn man sich abgibt auf jeden Fall und immer auf die Eltern hören. Und du bist gerade im richtigen... Sie macht noch einen halbwegs vernünftigen Eindruck. Such dir neue Freundinnen. Im Freundeskreis, sagst du? Ja, also... Was macht ihr eigentlich hier gerade so? Hey, wir wollten einfach chillen, wollten zu Maggis gehen. Genau, wir setzen uns hin, chillen. Oder so. Seid ihr auch an Jungs interessiert? Nein. Also momentan nicht, nee. Und ich will noch eine Sache sagen, so, guck mal, wenn ihr jemanden liebt, ich weiß, ihr rennt ihm hinterher und so, aber macht's nicht, das ist nicht gut. Warum guckst du ihn dabei also an? Er soll euch jetzt peinlich. Sagst du sogar Walla dazu? Ich sag Walla dazu. Okay. Servus, Leute! Bruder, es waren somit die unangenehmsten Mädchen, die ich jemals gesehen habe im Internet, Digga. Merkt euch, wie gesagt, falls ihr mal bei Maggles anstatt süß-sauer Barbecue-Soße bekommt, die sind schuld. Wie geht's euch? Alles gut? Ja. Da Walla sehe ich jetzt schon sofort direkt, das sind vernünftige Mädchen. Du? Hella. Warte, ich gerade bei New Yorker bist, ne? Bruder, sie heißt Hella, Digga. Wie mein Lieblingsketchup. Ja. Bist du shoppen? Unterwäsche. Heißt sie wirklich Hella? Wer bist du? Hella. Warte, ich gerade bei... Bruder, Hella Gewürzketchup. Ach, die ist 18, Chat. New Yorker bist, ne? Ja. Bist du shoppen? Unterwäsche. Bruh. Nee. Okay, der war versaut. Du? Lela. Und? Joya. Dings, Frage der Episode. Was findet ihr so toll an einem Jungen? Charakter. Guck mal, alle sagen Charakter. Sag doch mal. Okay, der ist jetzt richtig hässlich, Digga. Krumme Nase, ja, okay, alles. Nee, dann. Also hässlich nicht, aber muss jetzt auch kein Model sein. Äußerlich, was muss passen so? Braune Haare finde ich sehr ansprechend. Braun, okay. Wie sieht's bei dir aus? Hast du einen Type? Nicht wirklich, nur ich finde Boxerschnitt nicht so gut. Das Ding ist, ich hatte das auch mal. Bei mir war aber gar nicht gut. Ich hatte miese Segelohren und meine Nase, Digga. Es ging gar nicht. Nee, ich finde oben ein bisschen länger besser. Ja, so wie bei mir. Natürlich. Wie hoch ist euer Bodycount? Null. Bei dir? Null. Okay, hi. Die waren sympathisch. Das waren vernünftige Mädchen, die ein gutes Elternhaus genossen haben. Das merkt man sofort. How are you, man? I'm good, I'm fine. Alles woher kommst gut. du? Aus Heilbronn, Nähe von Stuttgart. Ja. Wie hoch ist dein Bodycount? Wie hoch ist dein Bodycount? Ein Account, ob ich einen Account habe? Ach so, ja. Auf TikTok und auf Instagram. Dein Bodycount? Ach so, ne. Hab ich nicht. Hast du nicht? Nee. Du weißt gar nicht, was es ist. Nein. Stehst du auf Boys? Ja. Was muss er so haben? Ach Gott, lange Haare. Echt? Ja, braun. Braun Haare, ich keine Ahnung. Ich habe keinen bestimmten Typen eigentlich. Was musst du haben, dass du so sagst, dass der Charme überspringt, der Funke? Ich will einfach passen, sondern wir matchen uns beiden. Matchen? Ja. Ich dachte eher auf Charakter. Von daher. Ja. Wie findest du meinen Charakter? Ganz gut, ich mag dich. Bist cool. Ja? Du trägst ein bisschen Ausschnitt, kann das sein? Kann sein. Ja. Digga, ich liebe den Typen, seinen Humor so, Mann. Ohne Scheiß, ich liebe ihn so. Tom war so unterhaltsam, wie es genau mein Humor, Digga. Wisst ihr? Auch nicht so respektlos, sondern so ein bisschen mit Charme. Der ist, ich mag Tom so gerne, Digga. Sexy, du gerne, was du hast. Ja. Hast du schon mal einen hier gefunden, der ein bisschen sexy ist? Hier in Frankfurt? Ja. Ja, klar. War ja schon auf Partys, alles. Bodycount ist, mit wie vielen Leuten du was hattest. Ach so, Und? 7. Where are you from? I'm from Romania. Yeah, and what's your name? Catalina, nice to meet you. Oh Gott, wie süß. I ask girls what they prefer at men. It have to be tall, with
fluffy hair, you know? Like lockige Haare? Yeah, yes, like curly? Yes, yes. Blue or green eyes? I have green eyes. Yes, you know, are like... Are they beautiful? Yes, of course. And what do you like at character? To be careful. Er muss like auf sie aufpassen. Respectful. Respectful. Intelligent. Intelligent. And you came from the gym? I was running, but yes, I go to the gym. You were running? Yes. Can you run for me? A little sprint. Of course I can. Yes, do a little sprint over there. As fast as you can, run. Look, I can do something. I did gymnastics, so cool. I can do like... You can do... Die hat so eine richtige Schummelhose wieder an, Digga. Do spaghetti? Yes. Spaghetti. Show you. Oh mein Gott. Blöder, mein Kopf platzt, Alter, ich sag dir ehrlich. Can you do it sidely, sidewise? No. Ave Maria! Yes? Yeah, sure. Very nice. I can show ah, you. Ah, this one. Yes. Oha. Here on the ground you can do it? Of course. Yes, space. Alla, echt. Schon nicht schlecht. Very good. Thank you. Very good, my friend. You are flexible. Okay, Leute, damit würde ich sagen, das war's. Ja, die hätte man sich auch schenken können, Digga. Die war übelst langweilig, die alte. Gutes Video, aber ich mag Tom und seinen Humor, Digga. Schmeckt.